Ja, vielen Dank nochmal für die Einleitung, Einführung. Ich wollte heute ein bisschen berichten über die sozusagen einige der Prämissen von unserer Zusammenarbeit. Und natürlich der Anfangspunkt für unsere Zusammenarbeit ist die Auseinandersetzung mit der eher widersprüchlichen Rolle, die unsere Städte in Zeiten des Klimawandels spielen. Gleichzeitig Verlierer und Gewinner der Klimakatastrophe sowie deren Verursacher und Hoffnungsträger. Also unsere Städte und städtische Lebensstile, insbesondere im globalen Norden, zählen nicht nur zu einer der wichtigsten Ursachen für Klimawandel. Ressourcenverbrauch, Migration und Artensterben. Das sind alle Prozesse, die gerade für städtische Ökosysteme verheerende Konsequenzen haben, das wissen wir. Also nicht nur unsere Bäume reagieren mit extremen Stressreaktionen bis hin zum völligen Ausfall, gefährdet sind auch komplette Ökosysteme von heimischen Insekten und Vögeln, die sich das ästhetische Grün als Lebensraum aneignen. Aber gleichzeitig bilden Städte nicht zuletzt auch dank ihrer Erwärmung Zufluchtsorte für fremde Pflanzen und Tierspezien, die entlang globaler Handels- und Migrationsrouten zirkulieren. Also ästhetische Ökosysteme entwickeln sich auch zur Zeit, somit auch als biodiverser und attraktiver als viele der Agrarwüsten, die sie umgeben. Und so langsam kommen wir auch zu dieser Frage, also inwieweit können unsere Städte auch Hoffnungsträger sein, also Orte, wo neue Antworten für diese ganzen Herausforderungen gesucht und erprobt werden. Und genau an diesem Punkt schließen wir im Projekt an. Also die Frage, wie können wir neue Antworten auf diese komplexen und zum Teil auch natürlich widersprüchlichen Effekte des Klimawandels innerhalb städtischer Ökosysteme finden. Nun, um diese Frage zu beantworten, um diese Frage anzugehen, ohne uns dabei in der unüberschaubaren Komplexität des globalen Klimawandels zu verlieren, legen wir im Projekt den Fokus auf die Auswirkungen des Hitzeinsel-Effektes auf städtische Plätze. Diese Fokussierung zeigte sich schnell im Projekt als eine sehr glückliche Entscheidung, da damit eine gewisse Eskalierung und eine gewisse Dezentrierung der Klimawandelproblematik ermöglicht wird. Damit es klar wird, Klimawandel und städtischer Hitzeinsel-Effekt sind zwei getrennte Phänomene. Bei letzterem Phänomen geht es um Temperaturdifferenzen zwischen Städten und ihren Umgebungen, die als Effekt des städtischen Gefüges entstehen. Nun, interessanterweise, vor 30 Jahren galt dies noch nicht eindeutig als Problem. Hier an der TUM zum Beispiel, am Lehrstuhl für Bioklimatologie und angewandte Meteorologie, wurde 1982 einer der ersten Studien zum Hitzeinsel-Effekt in München gemacht, welche zum Schluss kam, dass, und das war auf Englisch diese Studie, for most of the year, the heat island is beneficial. Die Meteorologen haben im Zuge von dieser Studie eine sehr interessante deskriptive Variable erfunden, um the most striking difference zwischen Stadt und Land zu veranschaulichen. Und diese Variable war die Anzahl von Biergartentagen. Weiß jemand vielleicht, was ein sogenannter Biergartentag im meteorologischen Sinne ist? Also das sind Tage, an denen um 21 Uhr die Temperatur mindestens 20 Grad ist. 1982 gab es in München 50 Biergartentage, wohingegen es nur 16 solche Tage außerhalb der Stadt gab. So gesehen ist vielleicht auch kein Wunder oder sogar nachvollziehbar, dass die Autoren von dieser Studie zum Schluss kommen, dass the need for reducing the heat island should not be emphasized. Heute ist natürlich die Einschätzung eine ganz andere. Es ist eindeutig, oder der
Hitzeinsel-Effekt. Es ist eindeutig problematisiert als Ursache von einer Reihe von Umweltproblemen und von Gesundheitsrisiken. Insbesondere durch den Intensivierungs- und Multiplikationseffekt von Klimawandel. Ästhetische Hitzeinsel treiben Temperaturen weit über die berühmten 2 bzw. 5 Grad Grenzen. Die verschärfen Phänomene, wie die Hitzewellen und werden dann zu einer Lebensgefahr für Stadtbewohnerinnen. Es gibt zahlreiche Studien, die genau dies beweisen. Nun, was diese Studien ein bisschen pauschalisierend machen, genauso wie solche Visualisierungen, ist, dass die eine der wichtigsten Merkmale des Hitzeinsel-Effektes zum Teil übersehen, nämlich seine extreme, sagen wir mal, Kornigkeit, also Differenzierung. Stadtmeteorologen sprechen heutzutage in diesem Sinne von der Stadt als nicht als Hitzeinsel-Effekt, sondern eher als als Hitzearchipel, also ein kleinteiliges Mosaik von mikroklimatischen Bedingungen. Ein jüngst vorgenommenen Review von über 190 Studien zum Hitzeinsel-Effekt weltweit, also Studien, die in den letzten 30 Jahren gemacht worden sind, zeigt, dass über die Hälfte dieser Studien im Grunde den minimalen wissenschaftlichen Standards nicht genügen, weil meistens werden einfach Wetterdaten von 2 meteorologischen Stationen verglichen und dabei die Stadt als eine homogene klimatische Zone imaginiert. Aber das ist natürlich Schwachsinn, wenn man sich so ein Bild anschaut. Also jeden Abend in München haben wir es mit bis zu 10 Grad Unterschiede zu tun und man kann sogar 5 Grad Unterschiede zwischen 2 Orten feststellen, die nur 900 Meter voneinander entfernt sind. Entscheidend es ist also nicht den gesamten Effekt sozusagen der Stadt als homogene Klimainsel, sondern die örtlichen Gegebenheiten jeder Straße und jeder Ecke. Wie die Stadtmeteorologin Zaha Sodoudi von der Freien Universität Berlin erklärt, die entscheidenden Fragen sind also, welche Grundflächen haben wir, was ist die Gebäudegeometrie, wie hoch sind die Gebäude, wie sind die Oberflächenmaterialien, wie die Farbe, wie die Versiegelung, ist der Boden Gras, Sand oder Asphalt, wo sind die Schatten. Aus dem Grund entwickelt sie und natürlich viele andere Stadtmeteorologinnen heutzutage neue Methoden, um den Hitzinsel-Effekt basierend auf städtebaulichen Merkmalen zu modellieren, statt nur einfach die Daten von 2 Wetterstationen pauschal zu vergleichen. Nun, warum diese lange Einführung in aktuellen meteorologischen Ansätzen? Weil genau an dieser Stelle es besonders interessant für die Raumplanung, für die Freiraumplanung wird. Durch den Bezug auf den Hitzinsel-Effekt kann das Thema Klimawandel übersetzt, runterskaliert und dabei natürlich wird das Thema und die ganze Problematik transformiert. Wir haben es plötzlich mit einem anderen Problem zu tun. Nicht die globale Erwärmung und die Frage, wie Städte dazu beitragen oder darunter leiden, sondern vielmehr die lokale Erwärmung. Und die Frage nach städtebaulichen Merkmalen, die diese lokale Erwärmung beeinflussen. Durch diese Übersetzung, welche wie jede Übersetzung auch einen gewissen Verrat beinhaltet, Traduttore e Traditore, so das kennen wir, durch diese Übersetzung werden die Auswirkungen des Klimawandels zu einem Designproblem in gewisser Weise. Und also die Logik, die dahinter steckt, ist, dass wenn bestimmte städtebauliche Merkmale eines Ortes zu einer Intensivierung der Erwärmung führen, so ist es auch denkbar, dass eine Umgestaltung dieser Merkmale zum lokalen Klimaschutz beitragen können. Die Frage, die sich dann stellt, ist natürlich dann, wie, für wen und mit wem sollen städtische Freiräume mit Hinsicht auf den Hitzeinsel-Effekt umgestaltet werden. Nun, im Projekt führen wir eine Reihe von Fallstudien, von kleinen Studien darüber, wie verschiedene Akteure, die aktiv an der Gestaltung der Stadt mitwirken, Freiräume problematisieren
und alternative Gestaltungen prototypisieren. Im Folgenden möchte ich Ihnen ein paar Einblicke in die bisherigen Ergebnisse von diesen Studien geben. Also erstens natürlich beschäftigen wir uns sehr intensiv mit dem integrierten Handlungskonzept Klimaschutz in München, welches referatsübergreifend Geltung hat. Dies sollte Ihnen mehr oder weniger bekannt sein, nehme ich an. Interessant ist dabei insbesondere der starke Fokus auf Energieeffizienz, Effizienz war auch ein Thema gestern Abend, durch neue Gebäudetechnik sowie intelligente Infrastrukturen für Energieversorgung oder für multimodale Mobilität. Im Projekt Smarter Together, das ging nicht direkt zusammen damit, aber ein Projekt, das gerade noch in Neuaubing-Westkreuz läuft, wo ich auch als Partner beteiligt bin, kann man dieses Spektrum von Maßnahmen sehr gut beobachten. Also besonders interessant für die freie Raumplanung ist dabei zum Beispiel die Implementierung von sogenannten intelligenten Straßenlaternen, die mit Sensoren ausgestattet verschiedene Dienste anbieten sollen. Genau nach den EU-Projektvergaberichtlinien werden in Neuaubing-Westkreuz alle Maßnahmen mit Bezug auf die Reduktion von CO2-Emissionen evaluiert. Hierbei folgen die Antworten auf klimatische Fragen, die gerade referatsübergreifend in der Landeshauptstadt gesucht werden, einen klaren Muster. Bei der Umgestaltung städtebaulicher Bedingungen geht es vorrangig um neue, smarte Technologien, die Energieeffizienz bei allen urbanen Praktiken ermöglichen sollen. Stadtnaturen sind dabei über einen Proxy, nämlich Reduktion von CO2-Emissionen, im Modell, wenn man so will, mit einbezogen. Das ist ein Ansatz. Aber wie Sie wissen vielleicht, ist unser Projekt auch am Zentrum für Stadt, Natur und Klimaanpassung, wo wir unter anderem mit verschiedenen Kollegen, Pflanzenökologinnen, Forstwissenschaftlerinnen irgendwie zusammenarbeiten, zu tun haben. Und gerade inspiriert von deren Arbeit, die wir auch als Anthropologen auch in den Blick nehmen, beschäftigen wir uns mit der Arbeit von anderen städtischen Einrichtungen, wie zum Beispiel die Baumschule, um zu verstehen, wie auch dort vielleicht auch andere Antworten gesucht werden. Logischerweise, und das ist interessant, hier geht es nicht so viel um diese digitale Infrastrukturen, oder die wir vorhin gesehen haben, sondern vielmehr um Bäume, welche hier vielmehr als grüne Infrastrukturen für Stadtökologien angesehen werden. Wie eingangs schon angedeutet, stehen, das wissen wir, heimische Stadtbäume unter einem extremen Druck durch die Auswirkungen lokaler Erwärmung, wie etwa extremes Wetter, Dürre, Stürme und Flutungen, sowie durch neue invasive Spezies, wie etwa Käfer und Fungi, die sie angreifen. Darüber hinaus trägt auch dieser Hitzinsel-Effekt zu einer Beschleunigung von Wachstumsraten und von dem Altern von Bäumen bei. Nun, die Antworten, die hier gesucht werden, und das ist, was mich hier interessiert, zielen auf eine Umgestaltung von Stadtbäumen im Sinne einer neuen Definition von den Eigenschaften und Fähigkeiten, dass städtische Bäume haben sollen. Dabei geht es um die Frage, wie Bäume als Ökosysteme für Insekten, Arthropoden und andere Tiere fungieren, und die Frage zum Beispiel, ob exotische Bäume die lokale Erwärmung gut widerstehen können und sogar zu ihrer Minderung beitragen können. Zu dem Punkt gekommen, dass hier in diesem Ansatz bei der Umgestaltung städtebaulicher Bedingungen geht es also hier hauptsächlich um das Engineering von diesen grünen Infrastrukturen, um eben diese maximale Ökosystemleistungen zu sichern, wie etwa CO2-Speicherung, Temperaturregulierungen durch Verdunstung, Verschattung und Biodiversitätsschutz und so weiter. Nun, also das ist der Ansatz Nummer 2, den wir bisher so identifiziert haben. Inspiriert eben von diesen Ansätzen haben wir den Fokus auf Bäume sozusagen gelegt. Uns aber interessieren außerdem alternative Problematisierungen von Bäumen, wie welche Bilder, welche Bezugsweisen, welche Wertungen entstehen, vor allem in den Medien und in öffentlichen Kontroversen um die Bäume. Und dafür haben wir eine Studie gemacht
über den Medienpräsenz, wenn man so will, von Stadtbäumen durchgeführt. In einem ersten Schritt haben wir 59 Zeitungsartikel aus den letzten 10 Jahren ausgewertet, wo es ganz konkret um Kontroversen rund um Stadtbäume ging. Und die Datenbank hat mittlerweile 189 Einträge und muss jetzt neu ausgewertet werden. Dennoch zeigt diese Pilotstudie, die wir gemacht haben, schon einige sehr interessante Ergebnisse. Das Erste, was wir festhalten konnten, ist, dass es viele kritische Auseinandersetzungen mit dem Engineering von Bäumen gibt. Also diese Figur des technologisierten Baums wird oft als besonders anfällig dargestellt und die Suche nach einem idealen Baum aufgrund der Klimadiversität von Städten immer wieder in den Medien von verschiedenen Akteuren infrage gestellt. Vor allem in Leserkommentaren zu diesen Artikeln, zu Artikeln, die Bäume als Lösung darstellen, wird gerade aufgrund der vielen vorhandenen Bäumen die Wirksamkeit der Ökosystemdienstleistungen von Bäumen generell infrage gestellt. Diese Umstände, finde ich, sind bemerkenswert, dass sie in gewisser Weise infrage stellen, was mit den optimierten Bäumen unter realen Bedingungen passiert. Also es geht immer wieder um diese Verschiebung von diesen Laborbedingungen zu den realen Bedingungen in unseren Städten und inwieweit können diese technologisierten Bäume diese Verschiebung überstehen. Und dadurch entsteht hier in gewisser Weise ein alternatives Bild des Stadtbaums, welche wir durchaus so etwas wie den technologisch fragilen Baum nennen konnten. Nun, abgesehen von diesen kritischen Bildern, wenn man so will, die den Diskurs der grünen Infrastrukturen in Frage stellen, finden wir auch in diesem Zeitungsartikel andere Bezugsweisen zu Stadtbäumen, bei denen die Verflechtungen zwischen Menschen und Bäumen im Zentrum stehen. Eine erste Variante dieser Menschen-Bäume-Verflechtungen beruht auf Bäumen als emotionales Bezugsobjekt, entweder als Traditionsbaum, der zu einer historischen Landschaft gehört und damit auch identitätsstiftend wirkt, oder als Schutzobjekt, welches gegen die öffentliche Hand oder die Profitinteressen von Unternehmen verteidigt werden soll. Gerne auch mit dem Verweis auf Ökosystemdienstleistungen. Im Vordergrund steht jedoch ein Bild von Stadtbäumen als völlig sozialisierten Entitäten, welche mit historischen Bindungen zu seinen Menschen gut integriert in der städtischen Landschaft und dem städtischen Leben scheinen. Eine zweite Variante von diesen Mensch-Bäume-Verflechtungen, die oft vorkommt, ist auch besonders wichtig, da hier auf allerlei Disservices von städtischen Bäumen hingewiesen wird. Dabei geht es um Rutschgefahr für Fußgänger und Radler durch Laub, Blüten, Früchte, um den Honigtau, der auf parkende Autos klebt, um Baumwurzel, die Gebäude und vor allem den Asphalt von Straßen und Radwegen aufbrechen und so weiter und so fort. In vielen Zeitungsartikeln und Leserkommentaren treffen wir ständig auf solche verärgerten Stimmen, die zunächst eine mangelnde Investition der öffentlichen Hand, aber letztendlich eine prinzipielle Unregierbarkeit von Städtbäumen feststellen. Solche öffentlichen Kontroversen deuten auf eine ganz andere Problematisierung von den Auswirkungen der Erwärmung unserer Städte. Es sind hier die affektiven Verflechtungen zwischen Menschen und Bäumen, die bei der Umgestaltung lokaler Ökologien auf dem Spiel stehen. Dabei zeigt sich, dass Reduktion von CO2-Emissionen oder bessere Temperaturregulierung nicht unbedingt deckungsgleich mit dem Ziel sind, bessere Freiräume für die menschlichen Bewohnerinnen unserer Städte zu schaffen. Da es hierbei nicht nur um menschliche Nutzerinnen geht, zeigen insbesondere weitere Fallstudien, die insbesondere mit Felix Remter wir hier machen, zu neuen Formen von ökologischen Aktivismus, insbesondere rund um Bienen, aber nicht nur,
und Formen von Aktivismus, die ein ganz anderes Licht auf die Umgestaltung öffentlicher Freiräume werfen. Daher die lokale Erwärmung unter bestimmten Bedingungen eine sogar positive Sache sein kann oder so gesehen werden kann für bestimmte Insektenökologien und insbesondere für Bienen. Also zunehmend bieten Städte den Bienen bessere klimatische Bedingungen und eine breitere und diversere Nahrungsbasis als das Land. Viele Stadtimker kennen dies und berichten immer wieder über höhere Produktivitätsraten bei Honigertrag, gerade bei den städtischen Honigbienen. Aber es gibt auch andere Formen von Bee-Aktivismus, die relevant sind, wie etwa hier der Bee-Tree-Monitor, die wiederum sich vielleicht weniger für die Stadtimkerei interessieren und mehr für bildlebende Honigbienen, also nicht domestizierte, wenn man so will, Bienen, also wenn die anderen domestiziert sind, das sei in Frage gestellt, aber nicht domestizierte Bienen und die Möglichkeiten, die verschiedenen Affordances, dass unterschiedliche Umgebungen, städtische Umgebungen, ländliche Umgebungen als Nischen für eben diese Wildbienen anbieten. Und interessanterweise, bei diesen Ansätzen spielen Bäume auch hier eine ziemlich zentrale Rolle. Die treten aber auf eine ganz andere Art in Erscheinung. Hier geht es hauptsächlich um Baumhöhlen und inwieweit Baumhöhlen besondere thermische Bedingungen und Nischen für diese Bienen anbieten. Und wo gerade ein thermischer Schutz gegen extreme Temperaturen möglich ist. Also dabei kommen aber diese Baumhöhlen häufiger bei alten und durch die Auswirkungen des Klimawandels gestressten Bäumen vor. Mit anderen Worten, gerade die Bäume, die kaum Ökosystemdienstleistungen anbieten, schaffen wiederum hervorragende Bedingungen für die Entfaltung bildlebenden Bienen.